Hallo liebe Bonsai-Freunde, hier ist wieder der Fritz, euer Bonsai-Bro und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch, wie man diese kleine nette Zypresse, die ich beim Supermarkt für 4 Euro gekauft habe, innerhalb von 20-30 Minuten in einen Bonsai verwandelt. Weil Bonsai muss wirklich nicht kompliziert und teuer sein, das kann wirklich jeder machen, das kann jeder selbst machen. Auch mit so einfachem Material wie der 4 Euro Pflanze vom Supermarkt. Und ich zeige euch, wie man da wirklich wieder ein netter kleiner Bonsai draus wird, was man beachten muss und nach welchen Prinzipien man da so vorgehen muss. Also bleibt dran. So, hier ist wie gesagt nochmal unser Material für heute. Diese nette kleine Zypresse. Sieht sehr gesund aus. Viele grüne Äste. Und hier seht ihr nochmal genau, was das für eine Zuchtform ist. Und ihr seht 3,99 €. Das ist unser Material. Viel mehr brauchen wir auch nicht. Brauchen vielleicht noch eine Schere, aber da tut es jede Küchenschere und natürlich Bonsai-Draht, da kommen wir nicht drum rum. Aber mit diesen einfachen Mitteln und dieser einfachen Pflanze zeige ich euch, wie man wirklich einen schönen Bonsai machen kann. Wie geht man jetzt vor, wenn man aus so einem Material oder eigentlich aus jedem Material, das noch nie als Bonsai gestaltet wurde, wenn man das Richtung Bonsai trainieren will? Wir nehmen das erstmal aus dem Topf und sehen auch solider Wurzelballen. Ich sehe auch keine Krankheiten, Wurzelläuse oder so. Das ist super. Und wir wollen gucken, wo die Oberflächenwurzeln anfangen. Das heißt, wir müssen ein bisschen Erde abtragen. Wirklich in 99% der Fälle sind so Pflanzen, die man kauft im Topf aus dem Gartencenter oder vom Supermarkt oder wo auch immer, ein bisschen zu tief eingepflanzt oder tiefer als die eigentlichen Wurzeln anfangen. Und deshalb nehme ich jetzt hier oben ein bisschen Erde ab und schaue mal, wo die Wurzeln denn überhaupt wirklich anfangen. Dazu nehme ich auch so ein Essstäbchen hier und kann die Erde ein bisschen damit abtragen. Ihr lacht vielleicht, aber tatsächlich, die Bonsai-Profis nehmen auch so Stäbchen, also vielleicht nicht wirklich erst Stäbchen aus dem Asiamarkt, aber so wird das auch bei den Profis gemacht. Und ich denke, so ein Essstäbchen hat auch jeder zu Hause, also das sind dann so die Hilfsmittel, die man nehmen kann. Und warum tragen wir die Erde ab und schauen, wo die Oberflächenwurzeln anfangen? Wir machen das, um eine Vorderseite zu suchen. Ein Bonsai hat immer eine Vorderseite, von der aus er betrachtet wird und von dem aus der Bonsai am besten aussieht. Sprich, von der Seite hat er die interessanteste Stammbewegung. Da sind die Äste am besten platziert, kommen am besten zur Geltung, verstecken sich vielleicht nicht hinterm Baum, die Äste, sondern kommen da wirklich super zur Geltung. Und ihr seht, wir haben jetzt bestimmt hier schon 2 cm Stamm freigelegt. Das ist auch super. Wir wollen natürlich immer einen Stamm haben beim Bonsai, weil ohne Stamm ist eine Pflanze im Busch und kein Baum. Und ich glaube, das Pflänzchen hat echt schon ganz gutes Potenzial, weil der Stamm ist jetzt auch für die Größe von der Pflanze halbwegs dick. Und das kann wirklich ein netter kleiner Bonsai werden. Und ich nehme jetzt auch schon ein bisschen von den Wurzeln weg. Das ist kein Problem, das schadet dem Baum nicht, wenn man es nicht übertreibt. Und vor allem jetzt im Winter braucht er eh nicht die Wurzeln, um das Laub mit Wasser und Nährstoffen zu versorgen. Jetzt ruht der Baum ja gerade. Ist in so einer Ruheperiode. Hier fangen dann die richtigen Wurzeln an auf der Seite. Und hier ist so ein kleiner Wurzelknoten hier oben. Der ist nicht so schön, deshalb nehmen wir den auch ab. Ich schneide das jetzt einfach ab mit hier meiner Schere. Da könnt ihr aber jede beliebige Schere für nehmen. Macht das ein bisschen runter. So, und ihr seht, der hat hier wirklich noch jede Menge guter, gesunder Wurzelballen. Also das ist nicht schlimm, die paar Wurzeln, die wir hier abgenommen haben. Das macht dem Baum nichts. Und so haben wir wirklich jetzt schon 2-3 cm dicken Stamm freigelegt, der wirklich auch den Charakter vom Baum, vom Bonsai ausmacht. Also damit bin ich zufrieden und jetzt schauen wir, welche Seite sich hier als Vorderseite gut eignet. So, und jetzt, wo wir den ganzen Stamm sehen können, den ganzen Baum sehen können, ist es an der Seite, eine Vorderseite zu wählen. Und was die Vorderseite werden soll, das ist abhängig von ganz vielen verschiedenen Faktoren. Und zwar einmal von der Stammbewegung, von der Position der Äste, von der Position der Oberflächenwurzeln. Der hat jetzt hier noch keine interessanten, tollen Oberflächenwurzeln, aber manchmal hat man so eine dicke Wurzel, die dann wirklich eine tolle Wurzelbasis ergibt, wenn man die in einem gewissen Winkel zeigt. Also fangen wir erstmal beim Stamm an, weil wir keine Wurzeln haben. Dieser Stamm hier ist halbwegs gerade, hat hier so eine kleine Kurve, die auch ganz nett ist, wenn man den halt von der Seite, von dieser Seite oder dieser Seite betrachtet. Man kann natürlich mit dem Winkel auch immer ein bisschen spielen, kann den in so einem Winkel einpflanzen und kann den ganzen Stamm biegen. Ich könnte den so einpflanzen und das obere alles biegen. Mit Draht, also da sind der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Aber beim Stamm fällt mir jetzt nichts besonders auf, außer dass man diese Kurve zeigen könnte, wenn man den von der Seite her einpflanzt. Und dann weiter zu den Ästen, zu den Positionen von den Ästen. Wir haben hier, würde ich sagen, praktisch 3 Stämme. Einmal diesen kleinen Nebenstamm, der hier von der Seite kommt. Dann einmal diesen Stamm, der hier hochgeht.
und diesen Stamm hier, der so ein bisschen nach rechts geht. Wie gesagt, man hat wirklich viele Optionen, aber als ich das Ganze betrachtet habe, fand ich die Anordnung von den Ästen, wie die sich hier so auffächern, in alle Richtungen, also so nach rechts, nach links, hier so wirklich so ein Fächer bilden, hier so breiter werden, von der Seite besonders schön und interessant, einfach so einen klassischen, geraden, aufrechten Bonsai zu machen, wo sich die Krone schön auffächert mit diesen vielen mehreren Stämmen, die wir natürlich alle noch in eine schöne Richtung machen können und dann hier einfach so eine klassische runde Krone bilden, wie so ein klassischer großer Laubbaum vielleicht natürlich aussehen würde. Die Zypresse ist jetzt kein Laubbaum, aber die kann man tatsächlich auch so im Laubbaumstil gestalten. Also da muss man gar nicht mit so dramatischen Bewegungen und Totholz arbeiten, wie man das vielleicht bei anderen Nadelbäumen machen würde. Und ich fand das auch von der Seite, die ich gerade gezeigt habe, ein bisschen schöner, weil hier ist diese Kurve, die ich euch von der Seite gezeigt habe, neigt sich weg vom Zuschauer und hier neigt sie sich so ein bisschen zum Zuschauer hin und hat man wirklich diese natürliche Auffächerung, weil würde man das von der Seite betrachten, hat man zwar diese schöne Kurve, aber da sind alle Äste so hintereinander. Ihr seht, das ist hier viel schmaler, die Krone nur so breit, anstatt hier wirklich so breit. Und ich habe mich dann entschieden, nachdem ich das halt so ein bisschen betrachtet habe, dass ich hier so eine Gestaltung machen möchte, wie so einen klassischen Laubbaum, gerade aufrechten. Ich finde diese Kurve jetzt hier nicht so spektakulär am Stamm, dass ich die irgendwie nutzen möchte. Deshalb würde ich den von der Seite zeigen, wo der ja eigentlich keine Kurve hat, nur dass sich der Stamm so ein bisschen auf den Zuschauer zuneigt. Aber ich möchte halt diese schöne Krone hier nutzen, möchte da auch alle Äste für nutzen, kann die so ein bisschen verteilen, mache dann hier so eine kleine, kompakte Laubkrone. Dann könnte das wirklich ein sehr schöner, klassischer Shohin, also ein kleiner Bonsai werden. Fast schon Marmelbonsai, wenn er nur so groß wird. Die genauen Größeklassifizierungen kenne ich da jetzt nicht im Kopf. Aber das war meine Idee zu diesem Baum. Und wenn sich dann hier noch ein bisschen Moos bildet oder so, haben wir wirklich einen schönen kleinen klassischen Bonsai damit gemacht. So, ich habe jetzt hier ein paar Stücke Bonsai-Draht. Das ist Aluminiumdraht in verschiedenen Stärken. Ich habe jetzt schon mal ein paar Stücke vorab geschnitten, aber ich komme da in so Rollen und den könnt ihr überall kaufen, in verschiedenen Größen und Stärken, auch in so Probegrößen. Der ist nicht teuer, das ist ja nur ein Stück Draht. Überall im Internet und bei verschiedenen Bonsai-Fachhändlern. Ich werde erstmal den ganzen Baum durchdrahten und dann halt die Äste entsprechend stylen mit dem Draht. Und beim Drahten wollen wir immer zwei Äste zusammendrahten, damit der eine als Anker für den anderen dient. Weil ohne Verankerung, wenn man das einfach nur so drum wickelt, dann hält der Draht nicht gut. Und wir wollen den immer am Stamm ansetzen und dann einfach recht eng in ungefähr 45 Grad Windungen. Der sollte schon halbwegs eng ansitzen, aber jetzt auch den Ast nicht zu sehr strapazieren vielleicht, den jetzt auch nicht erwürgen mit dem Draht. Und dickere Äste natürlich mit einem dickeren Draht. Faustregel ist, dass der Draht ungefähr ein Drittel so dick sein sollte wie der Ast. Aber so sieht das Ganze aus und jetzt könnte ich den Ast schon biegen und gestalten, so wie ich das haben möchte. Ich werde aber erstmal die anderen Äste auch drahten. Bei diesem Ast habe ich jetzt keinen anderen Ast jetzt in der Nähe, wo ich diese Regel anwenden kann, immer zwei Äste zusammen zu drahten. Aber das ist kein Problem, dann nehme ich einfach, verankere ich den einfach hier an diesem anderen Draht parallel zu dem Ast. Dann ist der auch gut verankert und dann kann ich, so ihr seht, jetzt läuft der hier parallel lang, hinten rum und jetzt ist auch der Ast gedrahtet. Den könnte ich jetzt auch hier stylen. Und so mache ich jetzt weiter mit diesen ganzen kleinen hier verbliebenen Ästen. Jetzt vielleicht nicht jeden Mini-Mini-Ast, aber schon so diese Äste, die schon braun werden, schon verholzt sind. Und weil wenn wir die alle in die richtige Position setzen können, richtig stylen können, dann haben wir halt mehr Kontrolle, wie der Baum am Schluss aussieht. So, ihr seht, der Baum ist fertig gedrahtet von allen Seiten. Hier die kleinen Äste auch gedrahtet und von der Rückseite. Und ich finde, man sieht auch jetzt schon noch mehr, was so mein Ziel mit dem Baum ist, praktisch so eine runde, kompakte Krone zu bilden mit vielen Stämmen. Und jetzt geht es darum, halt die Äste in die richtige Position zu biegen. Ich glaube, so viel Arbeit ist da gar nicht mehr nötig. Ich möchte aber auch dem Ganzen halt ein bisschen Tiefe geben, dass das nicht zweidimensional ist. Und nach Möglichkeit können wir den Ästen auch schon so ein bisschen spannende Schwünge geben. Und ich fange immer an mit dem untersten linken und dem untersten rechten Ast, weil die geben so ein bisschen praktisch die Form der Baumkrone vor. Soll ja so eine runde Baumkrone werden, wenn die beiden schon stehen, die Äste, dann wissen wir, wo das Ganze ungefähr hingehen soll. Wie weit das rausgehen soll, würde der bis hier sein, der unterste Ast, dann wüsste ich, hier ist die Baumkrone. Also ich fange immer bei den untersten Ästen an. Das sind eigentlich auch die wichtigsten Äste
Und hier haben wir diese beiden Äste auch schön, dass die rechts nach links gehen. Man sagt praktisch den Zuschauer umarmen, den heißt mit so offenen Armen willkommen heißen. Und genau deshalb möchte ich diese beiden Äste zuerst gestalten. Man muss ein bisschen aufpassen, ich möchte ihn ein bisschen runterbiegen, diesen Ast. Aber ich muss aufpassen, dass ich hier nicht an der Astgabel, da können die schnell reißen. Also muss ich hier ein bisschen aufpassen. Und wenn ich den schon biege, dann kann ich dem auch direkt hier so ein bisschen Schwünge geben, dass der halt nicht nur gerade ist. Und so ein bisschen verdrehen das Ganze, dann sieht das nachher ein bisschen spannender aus. So ein paar Kurven da reinbringen. So bin ich schon ganz zufrieden als erster Ast. Ihr seht, der hat hier so ein bisschen Schwünge und geht am Schluss aber nach oben und auch nach vorne. Die Spitzen von den Ästen sollten hier ein bisschen so nach oben gehen, praktisch so Richtung Sonne zeigen. Jetzt kommt dieser Ast, das sind tatsächlich zwei Äste. Und der kommt auch hier so ein bisschen nach vorne, um wie gesagt die Struktur nachzugeben. Den anderen Ast mache ich so ein bisschen nach hinten, um dem Ganzen so ein bisschen halt mehr Tiefe zu verleihen, der ganzen Gestaltung. Und dann fächere ich die so ein bisschen auf, wie so eine schöne Baumkrone. Fächer die so ein bisschen auf. Die Spitzen kürze ich, glaube ich, noch ein bisschen ein, aber das mache ich gleich. Mit diesem kleinen Ast, den mache ich hier so ein bisschen nach vorne, um dem Baum auch nach vorne ein bisschen Volumen zu geben. Und dann kommt hier praktisch die Hauptstammlinie vom dickeren Stamm. Und ich fülle einfach praktisch diese leeren Plätze in der Krone, lasse aber hier in der Mitte noch ein bisschen Lücken. Das sieht auch gut aus. Man sagt, man will so eine Optik haben, als könnten hier noch kleine Vögelchen durchfliegen, würden da noch Vögel durchpassen. Also es soll doch nicht zu dicht sein, ich will jetzt keine komplett dichte Krone, dass man gar nichts mehr sieht. Aber so passt das auf jeden Fall. Hier, der Stamm hat hier auch so eine leichte Neigung, so eine leichte Kurve. Ich mache das Ganze noch ein bisschen weiter nach außen. Genau. Und wie gesagt, so wie auch bei einem Baum in der Natur, fächert er sich irgendwann in mehrere Stämme auf. Das passt auf jeden Fall ganz gut. Jetzt haben wir hier auf der Rückseite diesen Ast. Den biege ich auch einfach nach hinten unten. Und der ist aber ganz wichtig, um dem Ganzen ein bisschen Tiefe zu geben, der ganzen Gestaltung, dass es nicht so zweidimensional aussieht. Aber der ist auch ein bisschen lang. Deshalb biege ich den auch recht dramatisch und kürze damit die Länge auch so ein bisschen optisch ein. Und schau dann von der Vorderseite, wie das aussieht. So, auf der Höhe liegt der ganz gut. Dann sieht man den auch noch ein bisschen hier hinten durch. Das passt, glaube ich, ganz gut. Und dann packe ich diesen kleineren Ast hier ein bisschen nach vorne, um halt am Baum auch vorne ein bisschen mehr Volumen zu geben. Diesen ganzen rechten Teil biege ich auch ein bisschen nach rechts. Und wie gesagt, ich möchte jetzt hier einfach nur eine schöne runde Krone bilden, dass man aber die einzelnen Stämme auch noch sieht. Jetzt bin ich eigentlich auch schon ganz zufrieden mit den Astpositionen. Wie gesagt, wir haben hier schöne Schwünge, die ganzen Äste falten sich schön nach oben hin auf, haben wir eine runde Krone, die ich aber jetzt nochmal mit der Schere ein bisschen korrigiere. Aber mit der Position von dem Ästen und dem Drahten bin ich ganz zufrieden. Und jetzt, wie gesagt, mache ich hier noch ein bisschen längere Triebe kürzlich ein, dass die in Form bleiben und das hilft auch, dass der Baum weiter hinten mehr Knospen bildet, dass sich hier mehr Äste bilden, dass das Ganze in Zukunft ein bisschen kompakter aussieht, die Krone. Weil sonst steckt er die ganze Energie in diese langen Triebe und macht keine weiter hinten. Und dann, wie gesagt, wird der Baum wieder so lang aussehen und außer Form wachsen. Deshalb können wir den jetzt schon auch mal ein bisschen hier zurückschneiden. Und so ist das Ganze jetzt eigentlich auch noch halbwegs fertig. Ich topfe den jetzt nochmal vernünftig ein, dass der hier auch gut in der Schale steht. Auf die untere Seite, auf den Boden habe ich ein bisschen Bimskies gemacht. Aber sonst nehme ich einfach die Erde, in der der eh drin war. Da ist der ja vorher auch super drin gewachsen. So, hier nochmal das fertige Ergebnis. Ich finde, es ist ganz gut geworden. Meine Idee ist auf jeden Fall aufgegangen, da so eine klassische Form draus zu machen mit einem geraden Stamm und einer Krone, die sich so auffächert. Da war der wirklich auch geeignet für. Da sieht man auch immer, also ich mache immer auch die Gestaltung natürlich vom Material abhängig und der hat mir praktisch schon vorgegeben, hey, wenn du hier meine ganzen Äste nutzt, dann können wir hier wirklich so eine schöne, klassische Gestaltung mit so einer breiten, großen Krone, wie das jetzt bei einem klassischen Laubbaum, bei einer großen Buche oder einer Eiche im Wald werden würde, machen. So eine Gestaltung hat sich hier für den Baum wirklich
perfekt geeignet. Ich finde, das ist auch gut geworden. Ich finde, wir haben die Äste schön aufgeteilt, denen noch hier so ein bisschen Bewegung gegeben, ein bisschen leere Plätze zwischen den Ästen gelassen. Also wenn die ganze Krone noch ein bisschen dichter wird und der Draht hier weg ist, dann wird der wirklich toll aussehen in Zukunft, der Baum. Und wie ihr seht, auch von allen Seiten sieht der ganz vernünftig aus. Hinten diese Äste sind sehr wichtig für die Tiefe. Vorne müssen vielleicht auch noch ein paar Äste kommen, aber es ist schon wichtig, auch hier den Stamm freizulassen. Und ja, wie gesagt, wenn die Drähte ab sind und das Ganze noch ein bisschen wächst, dann hat der Baum wirklich eine gute Zukunft als kleiner, jetzt vielleicht 10 cm großer Shohin-Bonsai. Ja, ich hoffe, euch hat das kleine Tutorial gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Ich wollte euch einfach nur mal zeigen und näher bringen, dass man wirklich auch mit nicht allzu viel Aufwand in kurzer Zeit und mit wirklich hier 4 Euro Material wirklich einen netten kleinen Bonsai selber machen kann. Das muss nicht immer irgendwie teuer oder mysteriös sein oder man braucht viel Equipment. Man braucht halt wirklich den Draht. Und ich hatte jetzt hier noch so eine Plastikschale, die so ein bisschen bonsai-mäßig aussieht, aber die hat auch vielleicht 30 Cent gekostet. Und dann habt ihr auch wirklich schon selbst mit wenig Mitteln einen kleinen Bonsai. Das macht wirklich viel Spaß, das auch selbst zu machen, selbst zu gestalten, selbst überlegen, welche Gestaltungsform eignet sich am besten für welche Pflanze, was können wir wie machen. Jede Pflanze sieht anders aus, jede Pflanze ist anders und jeder würde auch mit jeder Pflanze was anderes machen. Also ich bin mir sicher, bei einem anderen Bonsai-Künstler oder jemand anderem, der Bonsai macht, würde genau dieselbe Pflanze ganz anders aussehen. Das finde ich auch das Schöne daran. Und ich möchte nochmal kurz wiederholen, wie ich vorgegangen bin. Also ich habe erstmal die Wurzelbasis freigelegt, geguckt, wo die Wurzeln anfangen, wo die Basis vom Baum anfängt. Dann habe ich mir eine Vorderseite und eine Gestaltungsform ausgesucht anhand der Stammform, vielleicht auch der Oberflächenwurzeln und der Position von den Ästen. Hier habe ich mich dann halt für diese klassische aufrechte Form entschieden mit einer breiten, runden Krone. Und dann habe ich einfach die Äste gedrahtet, in die richtige Position gebogen, vorher noch die Äste, die ich nicht brauchte, abgeschnitten. Dann so einen kleinen Feinschliff gemacht, alle die Krone in die richtige Form geschnitten. Und dann bin ich schon fertig. Also, und ich bin wirklich sehr zufrieden. Ich finde, der Baum sieht toll aus. Das ist wirklich ein netter kleiner Bonsai. Und wie gesagt, das waren jetzt 20 Minuten Arbeit. Ich brauchte nur ein bisschen Draht, habe den in diese Schale gesetzt. Und die Pflanze hat 4 Euro gekostet. Und das hat viel Spaß gemacht. Also, wenn euch das Thema Bonsai ein bisschen interessiert, ihr drüber nachdenkt, sowas auch zu machen, probiert es einfach mal selbst aus. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Es gibt auch noch tausende andere Pflanzen, die sich als Bonsai eignen. Es muss jetzt nicht diese Zypresse sein. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Oder folgt mir auf Instagram, schreibt mir da eine Nachricht. Da beantworte ich euch gerne alles, jede Frage, die ihr habt zum Thema Bonsai. Und ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr konntet ein bisschen was lernen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Und ich würde einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal.